Und da, du hast immer auch Diskussionen, wenn die Leute mit einem fahrbereiten Auto hier hinkommen und du dann sagst, ja, der ist mir jetzt gerade hier irgendwie kaputt gegangen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar handelt es sich nochmal um den Audi A4 Typ 8K mit dem zu geringen Öldruck. Und ich habe noch nicht mal den ersten Teil veröffentlicht, deswegen weiß ich ja auch nicht so richtig, was er zu diesem Video sagt. Also vielleicht nochmal ergänzend hinzuzufügen, er hat das Auto selbst vor 2 Monaten gekauft. Ja? Und für die, die das Video nicht gesehen haben, es handelt sich um ein Audi A4. Und zwar hat er zu geringen Öldruck. Und hier ist aber schon mal ein neuer Öldruckschalter reingekommen. Das heißt, der Verkäufer wusste ganz genau, warum er das Auto abgibt. Ja, also angeblich hat er diese Fehlermeldung nie gehabt, aber du machst ja nicht einfach aufs blauen Dunsten einen Öldruckschalter neu. Ne? Aber so ist das dann. Wenn du dann natürlich dahin gehst, hast du keine Fehlermeldung. Die Fehlermeldung blende ich euch auch nochmal eben ein, damit ihr auch eben wisst, worum es geht. Und ja, so sieht's aus. Ne? Und wir brauchen, jetzt muss ich mal gucken, wo ich diesen schlauen Zettel habe. Wahrscheinlich habe ich den schon wieder weggeschmissen. Wir brauchen bei 2000 Umdrehungen mindestens 1,6 Bar. 1,6 bis etwas über 2. Ne? Also ihr solltet eben wissen, dass bei diesen Modellen oder bei den neueren Motoren mit der Öldruck eben auch überwacht, der darf nicht zu hoch sein und nicht zu niedrig sein. Zu hoch bedeutet auch wieder, dass wir eine zu hohe Reibung haben, ja, also da einen zu hohen Widerstand. Und da wir alle im CO2 einsparen ganz groß sein wollen, werden natürlich auch mittlerweile die Ölpumpen so geregelt, dass sie ausreichend Öldruck liefern, aber dann auch nicht zu viel. Und jetzt habe ich mit ihm gesprochen, ich habe gesagt, pass auf, ich habe im Moment sehr viel zu tun und du musst dir das wirklich überlegen, was du da jetzt machen willst, weil er sagt, der Motor hätte natürlich auch den Klassiker Ölverbrauch, ne? Also wenn ihr es nicht wisst, der steht jetzt quasi noch da, das ist so ein 1,4er oder was. So, und das Problem ist eben ganz einfach, dass ich jetzt was gekauft habe und ich verspreche mir davon, dass wir wenigstens die Fehlermeldung ausbekommen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen gefuscht, weil wir wissen alle, dass das von den Messwerten her nicht in Ordnung ist. Wir wissen auch, dass hier der Grenzwert nach unten hin nicht erreicht wird. Das heißt, wir brauchen 1,6 bei 2000 Umdrehungen und wir haben 1,5. Und dadurch entsteht natürlich die Fehlermeldung. Klar, wenn wir dann plus 30 Grad draußen sind und du gibst dem Ding dann auch noch ein bisschen Feuer, dann geht der Öldruck so weit in die Knie, das Motoröl wird zu heiß. Ne? Und jetzt habe ich was gekauft. Und davon verspreche ich mir, wir wissen also jetzt, 1,5 hat er vorher gehabt. Falls du das Video nicht gesehen hast, schau es dir bitte an. Und ich habe jetzt hier mal was gekauft. Das ist immer so ein bisschen mit diesen Dosen. Das kann was bringen, das kann auch nichts bringen. Da ist dann auch ein bisschen vielleicht gute Laune und ein bisschen Wünsche was dabei. Aber hier steht auch dabei, zum Beispiel stabilisiert das Motoröl und sorgt für optimalen Öldruck. Und vielleicht haben wir Glück, dass wir noch 0,1 Bar Öldruck mehr bekommen, damit diese Kontrollleuchte oder die Warnmeldung nicht mehr kommt. Ja, also kommt er wenigstens nach Hause, weil ich habe fahre grundsätzlich nicht mit Autos, die keinen Öldruck haben, der in Ordnung ist. Also habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und da, du hast immer auch Diskussionen, wenn die Leute mit einem fahrbereiten Auto hier hinkommen und du dann sagst, ja, der ist mir jetzt gerade hier irgendwie kaputt gegangen. Ne? Also das macht jetzt keinen schlanken Fuß, da hast du nur Theater. Das heißt, wir kippen das Zeug jetzt da rein, werden jetzt nochmal messen, die Öldruckpumpe, die Ölprüfdingsbums ist noch dran. Das heißt, ich schmeiße den Tester an, wir halten das Ding auf 2000 Umdrehungen, lassen den warm laufen und hoffen, dass wir dann in die Richtung von 1,6 Bar, was dann die Mindestanforderung ist, weil derjenige kommt von weiter her und ich möchte eigentlich nicht angerufen werden, wenn er es nicht bis nach Hause schafft. Ja? Also für mich ist das wichtig, dass die Leute natürlich auch dann entsprechend nach Hause kommen. So, das heißt, Tester dran. Das heißt, 2000 Umdrehungen einstellen und dann eben das Zeug reinkippen. Das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Das ist jetzt hier so eine Dose, ist von Liquimolli, 300 Milliliter. Was anderes habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Ne? Ich sag mal, manchmal müssen die Sachen auch schnell gehen. Ich will den Karren natürlich jetzt auch erstmal wieder raus haben. Denn ich mache ja im Grundprinzip nur Termine hier bei mir. Also für mal eben bin ich absolut schlecht ausgerüstet. Das heißt, reinkippen, laufen lassen und dann hoffen. So. Machen wir mal. Ah, das ist richtig schön zähflüssig. Und vielleicht hilft uns das ein wenig. So, alles rein. Und dann lassen wir das Ding laufen.
Normalerweise wäre es natürlich jetzt von vornherein, ich weiß jetzt nicht, was für ein Öl reingekommen ist. Ne? Also Ölstand war jetzt auch soweit okay. Ich habe ein bisschen was nachgefüllt, allerdings immer das Originalöl. Das ist natürlich schon recht dünn, 0W30. Kann natürlich sein, dass in dem Fall, bei diesem Verschleißgrad des Motors, es besser wäre, ein 5W40 zu nehmen. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt 0,1 Bar mehr bekommen, dann hätte ich zumindest erstmal so das gute Gefühl. Wir haben ihn jetzt nicht repariert, das muss uns klar sein. Ja? Aber für mich ist eben wichtig, dass die Leute dann noch entsprechend nach Hause kommen und mich nicht anrufen, weil sie unten an der Straße liegen geblieben sind. Da habe ich nämlich wenig Bock drauf. So, das heißt, wir lassen das Ding jetzt laufen. Müssen wir ein bisschen runter machen. Das ist ein bisschen hoch. Aber so sieht das Ganze doch ganz gut aus. Ah, nur einen Tacken höher. So, müsste gut sein. So, jetzt holen wir uns mal eben Motoröltemperatur und Drehzahl. Daten umlegen. Motordrehzahl, Motoröltemperatur, okay. Ja, wir sind ein bisschen drüber, aber ist ja noch nicht warm. So, ihr seht, wir sind in der Drehzahl noch ein bisschen runter, aber wir sind erst bei 61,9 Grad. Also da müssen wir noch ein bisschen warten, aber ein bisschen runter mit der Drehzahl müssen wir noch. So. Er ist noch nicht ganz warm, aber 2000 Umdrehungen, 72, 80 Grad. So langsam geht's los. Ich denke mal so 85, 90 Grad müsste schon eine gute Temperatur sein. So, hier nochmal für euch. Wir sind genau bei 2000 Umdrehungen, 81, 82 Grad. Und jetzt schauen wir mal. Jawohl. 1,8, das wäre gerade eben noch ausreichend. So, wir sind jetzt bei 90 Grad und er geht natürlich weit über 90 Grad. An manchen Stellen ist das Öl natürlich auch 130 Grad, wenn nicht sogar 140 Grad. Aber ich behaupte ganz einfach mal, wenn wir den jetzt so einen Stand hier haben, 90 Grad ist das schon sehr aussagekräftig. Und wir sind bei 1950 Umdrehungen. Wir stellen jetzt noch mal ein bisschen exakt auf 2000 ein. So, die Öltemperatur steigt weiter. Auf 94, wir sind jetzt bei 2000 Umdrehungen. Also 2000 Umdrehungen, fast 95 Grad Öltemperatur. Alter, ganz knapp, ne? Richtiger Arsch, 1,6. 1,6. Auf den Kopf, also 0,1 Bar mehr. Das ist zu glauben. Aber im Leerlauf hat er schon fast nichts mehr. Ne? Im Leerlauf hat er schon fast nichts mehr. Also ich werde das Ding jetzt hier nur rausfahren. Also ja, wir kriegen einen etwas höheren Öldruck hin. Er steht jetzt zwar bei 2000 Umdrehungen im Messbereich, aber das ist natürlich weit entfernt von einer professionellen Reparatur. Ich möchte einfach nur nicht, dass mir jetzt beim Rausfahren der Kasten hier nur um die Ohren fliegt. Das heißt, ich baue jetzt alles zusammen. Bringt das jetzt was? Bei mir hat es jetzt hier bei diesem Auto 0,1 Bar mehr gebracht. Wenn du jetzt wahrscheinlich dickeres Öl nimmst, ein 5W40 oder so, ne? Und das Ganze dann vielleicht nochmal machst, vielleicht kriegst du dann nochmal 0,1, 0,2 Bar hin. Aber das Ding ist so weit an der unteren Toleranzgrenze, damit kannst du nicht jetzt reparieren oder so, sondern es ist jetzt einfach nur so, dass vielleicht die Fehlermeldung ausbleibt und derjenige nach Hause kommt. Ja, der geht nämlich noch weiter in seiner Temperatur. Also obwohl er jetzt hier nur steht, ohne Last, haben wir hier schon 96 Grad Öltemperatur, also fast 97 schon. Ja, da findet er sich jetzt gerade ein. Also das finde ich schon echt viel dafür, dass noch nicht mal Last drauf ist. Und wenn du dann
ich sag's mal, mit 140, 150 über der Autobahn fährt, bei plus 35 Grad, da möchte ich nicht wissen, wie weit die Öltemperatur dann noch geht. Und dann wird es noch dünner. Ja. Also zum Rausfahren wird es reichen. Ich sag, es bringt was, ja, aber du bist eben von einer Reparatur echt weit entfernt. Also das ist jetzt, das muss man an der Stelle sagen, in dem jetzt auch wirklich ein bisschen gefuscht. Aber wenn ihr jetzt mal schaut, das ist das, was er im Leerlauf hat, da ist tote Hose, das sind 0,2 Bar, das ist viel zu wenig. Ja Leute, mehr können wir jetzt als einfache Reparaturmethode, wenn man das denn wirklich so nennen möchte, als Reparaturmethode wirklich nicht machen. Denn da muss er sich jetzt wirklich überlegen, was er da investieren möchte, ob er da noch was investieren möchte, inwiefern er da was investieren möchte. Und ja, also wir können zur Kenntnis nehmen, es bringt was. Kriegst du damit dein Auto wieder in Anführungsstrichen repariert, eher weniger. Also das ist dann eher jetzt so, ne? Wenn du zum Beispiel jetzt so grenzwertige Messwerte hast, ja, und du kannst dann jetzt vielleicht dafür sorgen, dass durch ein dickes Öl vielleicht die Kontrollleuchte noch ein bisschen länger ausbleibt. Ne? Also so klassische Verkaufsgeschichte. Ne? Und hier hat es ja auch schon jemand probiert, der hat ja auch erst ein Öl. Sonst machst du ja keinen Öldruckschalter neu, außer er ist vielleicht undicht. Ja? Wenn er undicht ist, dann wird man den vielleicht neu machen. Aber sonst machst du keinen Öldruckschalter neu, wenn du nicht irgendwo eine Fehlermeldung hast. Also wäre mir zumindest nicht bekannt. Also hier kam noch in den ganzen 30 Jahren nicht einer hin und hat gesagt, hey, mach mir mal einen Öldruckschalter neu, aus Vorsicht oder so. Sondern da ging es eigentlich eher darum, entweder war er undicht, dann war er neu. Das kann natürlich hier der Fall gewesen sein. Aber wenn du, ich sag mal, ein halbes Jahr später, wo es das erste Mal Sonne ist, gleich Probleme mit dem Öldruck hast, ja, und dann bin ich doch der Meinung oder fast der Meinung, dass derjenige wusste, was drum war und hat das Ding natürlich dann schnell verkauft. Okay, letztendlich können wir nichts mehr machen. Ja, ob wir dieses Auto da ja nochmal wiedersehen, kann ich euch heute an der Stelle überhaupt noch nicht sagen. Und ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Achtet da drauf. Ja, und ich lasse das Ding jetzt kalt werden, baue den Öldruckschalter wieder rein und bin froh, dass ich das Ding dann hier nur noch rausfahren muss. Probefahrt, muss ich ganz ehrlich sagen, ihr wisst das, ich fahre nicht gerne mit anderen Leuten Autos, die nicht technisch in Ordnung sind, und ich fahre nachher die Straße hier rauf und runter und dann macht es einmal klock, ja, und dann ist das Ding komplett auf. Das soll demjenigen selber passieren. Vielen Dank, bis demnächst, haut rein, ciao, ciao.